Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Andreas Schödel und mein Teambuddy Kevin Kader ist an meiner Seite und hilft mir bei diesem Vergleich von dem 70200 F4 und der 70200 F2.8. Das 70200 F4 kennen wir schon aus meinem letzten Video. Nun haben wir hier eine Steroid-Version dieses Objektivs stehen. Wo sind denn eigentlich die großen prägnanten Unterschiede? Ja, die großen Unterschiede neben der Größe. Das 2.8er ist eine Spur größer, so ein bisschen doppelte Blindenkappe, Objektivkappe da oben. Es ist schwerer, also wenn man vielleicht Hanteltraining machen will und keine Hantel zu daheim hat, dann tut es das auch. Also es ist auch von der wirklich, man merkt wirklich den Gewichtsunterschied. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, beide trotzdem aus Metall, also es ist kein Plastik und gar nichts. Ja. Mhm. Es sind 23 Linsen in 18 Gruppen. Wie viel ist das 4er? Weißt du das? Habe ich jetzt nicht parat, aber okay. Ich würde es einblenden. Genau. Liegt wohl auch daran, natürlich unterscheidet sich es vor allem von der Blende F4, F2.8. Man möge meinen, es ist Lichtstärke, also Lichtstärke ist es auf jeden Fall, das Bouquet ist noch besser. Das können wir vielleicht. Es ist da eindeutig weiter. Also ja. Das können wir ja dann in Testfotos noch nachweisen. Vielleicht. Sag ich mal, das Go-To-Objektiv wahrscheinlich für jeden Sportfotografen irgendwo. Rein von den Modi her unterscheidet es sich, glaube ich, vom Vierer nicht wirklich viel. Wir haben einen Autofokus, genau. Wir haben volle Fokussierbrennweite oder eben auf 3 Meter. Genau, 0,96 Meter ist die nahe Einstellgrenze. Ein Meter, ja. Also quasi fast gleich, also das sind 4 cm Unterschied. Wir haben noch einen optischen Bildstabilisator nochmal drinnen. Genau, in Modi 1 und 2 unterteilt. Genau, das ist im Prinzip, also so von den Einstellungen ist es gleich. Wie empfindest du den Bildstabilisator? Das ist nämlich einer der Gründe, wo ich sage, das ist eine absolute Kaufempfehlung. Ja, ich habe mit dem eben Handball fotografiert und ich hatte vorher an meiner Canon 7D Mark II ein Sigma 70200 F2.8. Im Vergleich, dieser Bildstabilisator zahlt sich absolut aus. Du hast mehr Kontrolle darüber, dass du im Frame bleibst. Das möchte ich auch nicht mehr missen. Nur ganz kurz einzuhaken, wie das eigentlich funktioniert. Viele wissen ja, die Sony hat einen 5-Achsen-Bildstabilisator direkt am Sensor. Wenn jetzt ein Objektiv, das einen Stabilisator direkt verbaut hat, angeschlossen wird, teilen sich die das auf. Sprich, die 3 Stabilisatoren im Objektiv werden aktiviert und 2 bleiben aber weiterhin aktiv am Sensor. Und den Unterschied, finde ich, merkt man zu anderen Herstellern sehr wohl. Mhm, das stimmt. Da wäre interessant zu sehen, halt, das müsste man mal testen, aus der Hand filmen mit diesen Stabilisatoren. Das glaube ich ist schon, weil gerade beim 70200, wenn ich da auf 200 Anschlag bin, merkst du halt wirklich, sag ich mal, jeden Millimeter, wo du die Kamera und das Stativ bewegst. Wo natürlich, und das muss man schon sagen, der große Unterschied neben Gewicht und Größe ist der Preis. Was kostet das F4 aktuell, weißt du das? 1200. Ja, und das F2.8 ist irgendwo bei 2, man kriegt es zwischen 2.3 und 2.7, je nach Anbieter. Und sprich auch, es hat nicht nur dieses schöne G hier auf der Seite, sondern es ist auch ein GM, sprich ein G-Master. Und allein das sagt einiges über die Qualität dieses Objektivs aus. Die Gegenlichtblende ist etwas anders, also auch da wieder, ich glaube von der Größe, es ist ein Stück länger in dem Sinne. Ja. Tatsächlich finde ich aber die runde Form vom Vierer cooler als die Tulpenform. Man sieht es oft, dass die Fotografen gerade in einer Halle zum Beispiel das Objektiv, die Kamera aufs Objektiv so draufstellen. Ja. Dafür ist diese Gegenlichtblende nicht gedacht. Stabiler steht es mit dem runden
es ist nur eine Gegenlichtblende, aber man kann trotzdem eigentlich relativ viel dazu sagen, weil es fängt schon mal damit an, dieser Filz drinnen, das hat auch das Vierer, ja, ist schon nicht unwesentlich in Sachen Gegenlicht, Unterbindung, so wie auch das restliche Objektiv ist selbst die Gegenlichtblende extrem wertig. Was interessant ist, ist auch dieses kleine Schnapperl hier, was man da verschieben kann. Mir wurde gesagt, beziehungsweise habe ich das im Internet gefunden, hat das damit zu tun, wenn man zum Beispiel einen ND-Filter oder einen Pol-Filter oder irgend sowas drauf hat auf dem Objektiv, damit man, wenn die Gegenlichtblende drauf ist, auch noch verstellen kann. Also beim variablen ND-Filter zum Beispiel, dass man das verstellen kann. Was ich eigentlich auch nicht so dumm finde. Also es ist an sich durchdacht. Jetzt die Frage, wie oft man beim 70-200 einen Filter drauf hat, ist die andere Sache. Pol-Filter, Pol-Filter schon eher als ein ND-Filter. Aber ich sag, dass es dabei ist, ist an sich eigentlich eine coole Sache. Prinzipiell bei dem Glas, was beide verbaut haben, ist ein Lensflare ja zum Kreieren irrsinnig schwierig worden. Also prinzipiell nutze ich meine Gegenlichtblende ja nicht als Gegenlichtblende, sondern rein als Schutz vor etwaigen Glaszerstörungen. Ja, mal abgesehen vom Preis und von dem Gewichtunterschied ist mir aufgefallen, wie ich es genommen habe. Ich kann den kompletten Ring runternehmen. Bei ihm ist das nicht möglich. Es ist quasi fix oben. Du kannst nur diesen Fuß. Genau, also man kann natürlich eh wie auch bei dir das aufdrehen und verstellen. Also. Ja, also das ist eh klar. Und tatsächlich den Ring selber als Ganzer runtergehen geht nicht. Man muss es dann in Wahrheit da aufdrehen, dann ist da hinten ein Schnapper und dann kann man es runtergeben. Dieses Teil hier eigentlich ziemlich gern habe. Also dieser Adapter fürs Stativ ist sehr cool beim Fotografieren, weil man dadurch ein bisschen bei der Schwere deines Objektivs kannst du dann wirklich nicht nur so nehmen, das Objektiv, sondern wirklich da abstützen und gut bedienen. Richtig, das ist schon sehr praktisch, muss ich sagen, das taugt mir auch. Wo es mir auffallen ist, und da vielleicht einen kleinen Kritikpunkt, ich habe mir jetzt gegönnt einen Peak Design Capture Clip 3. Und der Andi hat eh auch denselbigen und es ist total praktisch, wenn man das am Rucksack hängen hat, weil man es vielleicht gerade nicht braucht, die Kamera, da stört meiner Meinung nach dieser Adapter fürs Stativ etwas. Ich habe es dann in Wahrheit dadurch umgangen, dass ich das Ganze einfach um 45 Grad gedreht habe. Und dann halt so drinnen hängen gehabt habe und somit hat mich das da nicht mehr gestört. Was auch interessant ist, man, das hat das F4 auch, sind diese kleinen Knöpfe da. Das ist eigentlich, am Anfang habe ich mir gedacht, wofür ist das? Ja, also, zuerst damit nicht, beim Ampelfotografieren habe ich dann gemerkt, dieses Fokus fest einfrieren quasi, ja, ist schon sehr geil. Gerade bei Hallensport, Sportarten generell, aber gerade beim Handball, wenn man eigentlich pausenlos irgendwas im Frame hat, was einem durch die Gegend rennt, damit dann den Fokus einfrieren, ist sehr cool. Und das Lässige dran ist auch, wenn man es halt hat, es ist egal, wie man es hält, man hat immer irgendeinen Knopf halt einfach griffbereit. Das ist halt schon wirklich praktisch. Also, vor allem, man kann es ja bar festhalten und hat nachher noch immer einen Finger frei, um den Fokus zu ziehen, dass man wirklich da ist, wo man ist. Weil gerade im Sport hast du ihn ja meistens nicht auf Single-Fokus eingestellt, sondern eher auf den Continuous. Genau. Sprich, wenn du dich wegbewegst von dem Objekt, was du haben willst, dann fokussiert sofort nach. Und wenn ich das jetzt drücke, bleibt der Fokus da, wo ich fokussiert war und kann die Kamera bewegen, wie ich will. Wir haben jetzt über Sport geredet, wofür dieses Objektiv natürlich prädestiniert ist. Ja, du hast letzte Woche aber auch Porträts machen können. Richtig. Was ist passiert? Ich habe mir damals, wie ich mir die Sony und die zwei Objektive, also ich habe das Tamron 2875 f2.8 auch und das da. Für mich war die Frage, ich brauche was eher im unteren Zoom-Bereich und eher was im höheren Zoom-Bereich für die ganzen Sportsachen. Und was sicher noch kommen wird, ist ein Weitwinkel. Aber für mich war die Frage, Porträtfotos mit welchem Objektiv? Ich habe es hauptsächlich am Anfang mit dem Tamron fotografiert und habe dann eben vergangene Woche zum ersten Mal Porträtfotos mit diesem Schätzchen hier gemacht und muss sagen, oh mein Gott. Also es ist unglaublich cool. Ich finde, das Bokeh ist ein Traum. Da bekommt die Aussage Bokelicious ganz neue Bedeutung, oder? Absolut. Also das ist unfassbar. Ich hätte nicht geglaubt, dass es so viel Spaß macht, auch Porträtfotos mit diesem Objektiv zu machen. Und zum anderen auch ist es hundscharf.
von der Blende her. Du sagst Lowlight-Situation. Wäre es für dich so der Dealbreaker, wenn du eine Blende weniger hättest, sprich das Objektiv? Jetzt ist die Frage, ob man es direkt vergleichen kann. Ich habe es beim Konzert probiert und weil es mich interessiert hat und weil ich ja wusste, dass wir dieses Video drehen, habe ich mal auf Blende 4 mich beschränkt am Anfang und habe mal damit herumprobiert. Und habe dann festgestellt, es macht schon ein bisschen einen Unterschied. Vor allem habe ich dann im Vergleich genommen. Ich habe halt in der gleichen, halbwegs gleichen Lichtsituation, es war ein Konzert, Open Air, habe das mal probiert. Und haben wir es heute kurz angeschaut, die Fotos. Man merkt schon einen Unterschied dann im Vergleich 2.8 und F4. Ob es den Preisunterschied rechtfertigt, glaube ich nicht. Da muss ich, so ehrlich bin ich, so geil ich das Objektiv finde. Das alleine als Grund zu nehmen, deswegen kaufe ich mir das F2.8. Nein. Ganz klar. Also da ist man mit dem 4er auch gut bedient. Also um kurz festzuhalten, wahrscheinlich wird die Verarbeitung hier langlebiger sein. Das kann ich nur mal so annehmen. Klar ist mir Glas verbaut. Es ist dementsprechend schwerer. Es ist größer durch die Blende 2.8. Aber es ist jetzt für jeden, der nicht sagt, er ist unbedingt auf die Blende 2.8 angewiesen und er will es auch unbedingt haben, weil es ein Zeiss ist, weil es ein G-Master ist, kann sich auch getrost die kleinere, nicht gedopte Version von 70-200 F2.8 kaufen. Und damit sage ich danke fürs Dabeisein, für deine Fachexpertise. Ich sage danke für die Einladung in meine Wohnung. Wünschen wir einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video wieder.